Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial. Wenn Sie das Passwort Ihres iPhones vergessen haben oder Ihr Gerät deaktiviert wurde, was kann man dagegen tun, um das iPhone trotzdem zu entsperren und zurückzusetzen? Es gibt viele Methoden, mit denen Sie ein deaktiviertes iPhone ohne Code zurücksetzen können. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie dies mit verschiedenen Programmen machen können. Im ersten Teil zeige ich Ihnen das Zurücksetzen mit Mein iPhone suchen. Stelle sicher, dass dein iPhone mit dem Internet verbunden ist. Nimm dein iPhone und gib das falsche Passwort ein, bis die Option Code vergessen erscheint. Tippe auf Code vergessen und bestätige die Auswahl. Dazu muss allerdings die Funktion Mein iPhone suchen auf dem iPhone aktiviert sein. Gib das mit deinem iPhone verbundene Apple ID-Passwort ein. Der Löschvorgang wird dann sofort beginnen. Ein Hallo-Bildschirm erscheint, der anzeigt, dass das iPhone zurückgesetzt wurde. Sie können Ihr iPhone erneut einrichten. Ihr iPhone ist jetzt zurückgesetzt worden. Methode 2: iPhone mit iCloud zurücksetzen. Öffnen Sie die iCloud-Website mit dem Computer. Anmelden bei Apple ID. Öffne Wo ist? Wähle dein iPhone-Modell aus der Liste aller Geräte aus. Klicke auf iPhone löschen, um die Daten auf deinem iPhone zu löschen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, werden der Bildschirmpasscode und alle Daten auf dem iPhone aus der Ferne gelöscht. Dein iPhone wird zurücksetzen. In diesem Teil möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihr iPhone ohne Apple ID zurücksetzen können. Wenn Sie Ihr Apple ID-Passwort vergessen, können Sie Ihr iPhone mit der folgenden Methode zurücksetzen. Hierfür benötigen Sie dann allerdings als zusätzliches Hilfsmittel das Programm 4YouKey von Tenorshare. Schließen Sie dazu das Handy an Ihrem Computer an und starten Sie das Programm 4YouKey. Starten Sie dann die Funktion Sperrcode entfernen. Anschließend folgt noch eine Warnung, dass alle Daten nach dem Entsperren gelöscht sind. Klicken Sie jetzt auf Starten. Versetzen Sie das iPhone in den Wiederherstellungsmodus. Drücken Sie Lauter- und Leiser-Taste und lass sie schnell wieder los. Drücke die Seitentaste und halte sie gedrückt. Lass die Seitentaste los, wenn das Apple-Logo erscheint. 4YouKey wird nun im nächsten Schritt die aktuelle Firmware für Ihr iPhone runterladen. Klicken Sie dazu auf Herunterladen. Danach geht's mit einem Klick auf Starten zu entfernen weiter. Im folgenden Verlauf können Sie jetzt den Fortschritt des Zurücksetzens sehen. Mit einem Klick auf Fertig gelangen Sie wieder zum Ausgangspunkt zurück und somit können Sie dann auch mit der Neueinrichtung Ihres iPhones beginnen. Up these days.
Ihr iPhone wird dann neu gestartet und der Prozess ist somit beendet. Jetzt zeige ich die letzte Methode. Öffnen Sie iTunes. Dazu verbinden Sie Ihr Handy mit dem Computer. Drücken Sie lauter und leiser Taste und lass sie schnell wieder los. Drücke die Seitentaste und halte sie gedrückt. Lass die Seitentaste los, wenn das Apple-Logo erscheint. Schon nach kurzer Zeit wird iTunes erkennen, dass es mit dem iPhone ein Problem gibt, das eine Aktualisierung oder eine Wiederherstellung notwendig macht. Eine entsprechende Meldung gibt es dazu auch. Klicken Sie hier also auf Wiederherstellen. Und es folgt nochmal ein Hinweis, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle Daten löschen wird. Mit einem Klick auf Wiederherstellen und Aktualisieren starten Sie den Vorgang. Hierbei kann es immer zu unterschiedlichen Problemen kommen. Zum Beispiel, wenn nicht ausreichend freier Speicherplatz vorhanden ist. Ihr iPhone wird zurückgesetzt. Aber das Handy zeigt an, iPhone durch Eigentümer gesperrt. Sie müssen die Aktivierungssperre umgehen. So, das war's auch schon mit diesem Videotutorial. Wir haben Ihnen mehrere sehr gute Möglichkeiten zeigen können, wie Sie Ihr iPhone ohne Code zurücksetzen können. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit den Programmen von Tenorshare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.